Hey Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Minecraft Salvos. Wie angekündigt, heute die Folge, wo ich verzaubern werde. Oh, ich freue mich schon, Leute. Und ich würde sagen, wir reden auch nicht lange rum. Es geht direkt auf den Server. Okay. Also, boah, Leute. Jetzt, das wird eine tolle Folge. Oh, ein Apfel. Ich sehe direkt einen Apfel. Ah, ich muss erstmal warten. Aber ein Apfel ist gedroppt. Leute, ihr seht ihn. Wir sehen ihn alle. Wir sehen ihn alle. Kann ich mich schon bewegen? Nein, noch nicht. Aber ich will den Apfel. Ab. Ah, jetzt. Ja, Leute. Okay. Dann lasse ich das hier mal noch ein bisschen droppen. Also mehr, viel mehr wollte ich eigentlich sowieso nicht. Ja, ich baue mal noch ein, zwei Bäume ab. Und dann geht es echt verzaubern. Ich bin sehr gehypt darauf. Aber das ist auch das, worauf ich die ganze Zeit schon warte. Ich habe endlich mal genug Level. Das fühlt sich schon gut an, so. Also nichts mehr, dass man irgendwie denken muss, was irgendwie krass wäre. So, natürlich ist auch weitergelaufen, ist ja perfekt. Oh, ich habe echt noch genug. Ich kann noch ein paar Goldäpfel, kann ich schon machen. Naja, auf jeden Fall jetzt erstmal hier, das Wichtige. Puh. Leute, sheesh. Endlich, Leute, endlich, da ist er, da ist er. Okay, dann mache ich mir direkt noch die Dia-Stiefel, die ich mir machen kann. Perfekt. Dann würde ich sagen, können wir auch direkt loslegen mit dem Verzaubern. Und zwar habe ich mir das so gedacht, also, wie habe ich es mir denn gedacht? Also, an sich würde ich gerne das gleich schon anhabe. Also, ne, ihr wisst, also bis auf die Dia-Brust und halt jetzt die Dia-Stiefel mache ich auch so. Ah ja, da kann ich Schutz 1 auf das Dia-Buch. Ach, Dia. Leute, ich laufe schon wieder. Warte mal. Also, einen Amboss habe ich ja. Ich schau mal, ob ich hier Schutz 1 drauf. Wo habe ich es denn jetzt hier? Schutz 1 drauf bekommen. Ne, noch nicht, aber egal. Denn wir machen jetzt einfach mal noch zwei Hosen. Zwei Hosen. Und nicht, dass ich einen Fehler mache. Und zwei Helme, glaube ich. Ja, das müsste passen. Und dann schaue ich, dass ich da immer Schutz 1 drauf bekomme. Ah, das ist ja hier schon schön, aber das kostet ganz schön viele Level. Ja, ich muss, mir ist aufgefallen, ich muss vielleicht doch ein bisschen so an Level sparen. Aber gut, ich muss das jetzt hier mal machen. Ah, ja, es tut weh, aber. Ah, geil. Ah, Mann, okay. Ja, jetzt haben wir schon ein erstes Problem. Aber wir können ja hier zum Beispiel einfach mal Rückstoß hier drauf. Und jetzt nochmal schauen. Ja, Schutz, okay. Dann, ich überlege gerade, ja, ich glaube, es ist sinnvoller, jetzt erstmal den Helm fertigzustellen, als dann irgendwie halbfertig mit den Sachen rumzurennen. Also, Schutz 2, das passt. Und hier nochmal. Okay, auch Schutz. Oh, es zieht doch ganz schön Level. Die kann ich ausziehen, weil ich jetzt hoffentlich hier mal Schutz 1 drauf bekomme. Immer noch nicht. Hier vielleicht? Oh ja, perfekt. Okay. So, jetzt vielleicht hier Schutz. Schutz 1, immer noch nicht. Aber wir haben ja noch zwei Hosen. Schutz 1, perfekt. Und noch erstmal schauen. Wir haben jetzt zwei Leute. Ja, Schutz 1, perfekt. Okay. Und Schutz 1. Okay, jetzt habe ich alles, jetzt ist es nur noch zusammencraften. Und dafür fehlen jetzt wahrscheinlich die Level, ist klar. Oh, warte, ich glaube, ich mache tatsächlich erstmal das hier. Habe ich die schon mal fertig. Und jetzt noch die Hose. Also die Hosen. Und es kostet mich jetzt noch ein paar Level, das war mir schon klar. 5. Ich habe 2. Ja, also ich würde sagen, die kriegen wir auch noch zusammen. Das ist jetzt nicht so das Ding. Die hier nehme ich mal sicherheitshalber mit, man weiß ja nie, ne? Ihr kennt das aus früheren Folgen, dass man die nicht stehen lassen sollte. Okay. Dann farme ich jetzt noch ein paar Äpfel und mache mir Gedanken, wie ich denn schnell noch an ein paar Level komme. So ganz ohne Mobs. Also ich könnte in Nether, aber ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Ich ziehe aber mal trotzdem schon mal die Hose an. Falls ganz spontan jetzt ein Kampf kommt, dann. Oh, ich stopp denen hier meine Stiefel. Vielleicht sehen die das ja in der Folge. Und sind dann so total verwirrt. Wer hat da seine Schutz-2-Stiefel gedroppt? Ja. Ich meine, die bringen ja eh nichts. Aber als nettes Gimmick würde Netrek jetzt bestimmt sagen. Okay. Leute, Leute. Vor allem, ich nutze hier gerade voll ihre Farm aus. Voll mies. Aber I don't care. Könnte tatsächlich jetzt auch noch. Jetzt habe ich die Dia-Stiefel wieder eingesammelt. Die Dia-Stiefel, die Eisenstiefel. Die ich ja gar nicht brauche, so. Weil ich habe ja jetzt die Schutz 2 Dia-Stiefel. Danke für den einen Buh im Publikum.
Ja. Essen habe ich auch genug. Leute, ich finde, also, mir wurde letztens tatsächlich schon ein 1 vs 1 vorgeschlagen. Also, ein wahrscheinlich sogar ernst gemeintes. Weil ich habe ja Felix Folge geschaut. Das war ernst gemeint. Und ich habe gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen farmen. Und das habe ich auch gemacht, ja. Aber jetzt bin ich fertig damit. Und ich schaue dann mal, wann Felix mal wieder kann. Vielleicht ja direkt am Sonntag. Dann, Leute, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber kann es sein, dass ich in der nächsten Folge tot bin? Oh, war das ein Apfel? Da hinten ist ein Apfel. Ich baue das jetzt mal ab. Noch ein Apfel, perfekt. Ja, jetzt habe ich schon zwei Äpfel. Ja. Die habe ich auch abgebaut, okay. Ich muss jetzt aber halt noch irgendwie an Level kommen. Wäre natürlich wunderbar. Wenn nicht, habe ich halt eine Ersatzhose so, also ist an sich auch nicht schlimm. Mein Schwert könnte ich vielleicht noch ein bisschen hoch pushen so. Aber das wäre auch, also wenn das jetzt irgendwie möglich wäre, also ich würde jetzt nicht bei Schärfe 4, naja, nee, okay. Schärfe 4 nochmal kriege ich nicht hin, vor allem nicht, wenn man keine Level hat. Das Problem ist halt echt, das Spawn halt, wie ihr sicher schon mitbekommen habt. Ja, noch ein Apfel. Im ganzen Projekt keine Mobs. Also keine Mobs in der Nacht zum Beispiel. Und auch nicht in Höhlen. Deswegen ist das ein bisschen kompliziert. Also ich glaube, warte mal, so viele Goldäpfel brauche ich gar nicht. Also 5 müssten auf jeden Fall reichen. Ja. Also wenn ich noch irgendwo mal einen Apfel finde, dann nehme ich den gerne. Aber okay. Dann sortiere ich jetzt schon mal mein Inventar so, ich sag mal, kampfbereit. Auch wenn ich es noch gar nicht weiß, ob es überhaupt zum Kampf kommt. Also Leute, gehen wir das mal durch. Ich habe hier, also die Eisenspitzhacke verwende ich jetzt erstmal gar nicht. Das Schwert hier auch erstmal nur zum so kämpfen. Ja, dann sind das hier erstmal so Werkzeuge. Blöcke benutze ich dann, also Holz benutze ich als Blöcke. Das ganze Lapis. Ach, wisst ihr, ich baue damit jetzt einfach irgendwie was Schönes hier. Weil so viel Lapis. Ich glaube, erstens nicht, dass irgendein Team Lapis-Nöte hat und ich jetzt hier irgendeinem Team was schenken würde. Und zweitens habe ich selbst keine Verwendung mehr für das Lapis. Also baue ich jetzt hier einfach irgendwas Cooles, so. Keine Ahnung. Ein N. Ich baue ein N, wenn es von Blöcken reicht. Der 5. Sogar noch größer bauen können. Einfach um auch mal was gebaut zu haben. Ich fand das immer so cool, wenn Leute bei Varo oder sowas gebaut haben. Ich kann sogar ein Knin schreiben. Reicht sogar, um ein Knin zu schreiben. Boah, Leute. Find's mir nicht übel, dass ich nicht bauen kann. Aber. Alter, ich kann halt echt nicht bauen so. Doch, warte, da muss jetzt. Also der muss da wieder weg, aber ich glaube, von der Höhe her so passt. Ja. Der muss weg. Der auch? Okay. Und jetzt kann ich ja noch. Ach, keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Rest noch mache. Einfach eine Säule. Ein paar kann ich auch behalten vielleicht. Falls ich mir doch nochmal Lapis braucht. Das hier wird safe jemand klauen. Leute, das ist mal schön. Okay, ja, sowas sortiere ich mal weiter noch. Lava, ich könnte mir noch einen Lava-Eimer holen. Wenn die Lava da hinten war, nämlich irgendwo eine Lava-Quelle. Und wenn die noch zu haben ist, dann wäre das ganz nice. Dann würde ich mir mal schnell noch so zwei... Warte, war das in die Richtung? Nee. Warte, jetzt bin ich verwirrt. Das war doch in die Richtung hier, oder? Ah ja, da hinten, glaube ich. Oder? Nee. Jetzt bin ich echt verwirrt gerade. Ach nee. Da hinten war das. Zwei Lava einmal im Kampf wäre natürlich. Lit. Lit. Versteht ihr? Wegen Lit. Hm. Okay, und ja, also zwei Lava einmal im Kampf wären schon richtig lit und da können wir dann auch meine Werkzeuge weg. Das passt dann also. Ja. Also hier hinten müsste irgendwo noch eine Lavaquelle sein. Wenn ich die jetzt nicht finde, ja, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Also,
Es wäre schon krass so. Und ich dachte, hier war auch eine. Natürlich ist sie außerhalb. Schön. Gut, sie ist außerhalb, Leute. Macht nichts, macht nichts. Und ins Nether, dafür will ich jetzt auch nicht extra nochmal gehen. Wichtig heute ist halt wirklich, wo ich mich auslogge. Nicht nur wegen der Border, sondern tatsächlich auch, falls ich mich wirklich für den Kampf verabrede, dann ist ja logisch, ne? Also wird es schon kritischer, wenn ich da offen dastehe. Ist jetzt im Endeffekt bei einem Kampf auch egal, aber ich will jetzt vielleicht nicht unbedingt gesehen werden, obwohl ich den anderen noch nicht sehe. Das wäre vielleicht schon ein kleiner Nachteil. So, ja, ein Apfel hier ist sogar noch perfekt. Hä, drei Äpfel? Was? Habe ich gerade drei Äpfel eingesammelt? Lol. Okay. Dann mache ich mir hier noch einen. Okay. Und den Rest der Folge sortiere ich jetzt wahrscheinlich in den Tag. Jetzt zwar nicht unbedingt gehen. Also wisst ihr was, wenn ich hier keine Lava-Eimer bekomme, dann nehme ich hier mal noch ein paar Wasserquellen mit. Man weiß ja nie, Leute, man weiß ja nie. Okay. Also. Was machen wir jetzt? Alles, was weg kann, kann weg. Die Nametags, ich wollte eigentlich echt gerne noch irgendwelche Mobs benennen. Einfach so aus Scheiß, ihr wisst das. Aber... ja, ist jetzt auch nicht so wild. Wassereimer tue ich mal noch hier hin. Also, was mache ich hier gerade? Werkzeuge hier. Das ist so Stuff, den ich eh irgendwie wahrscheinlich nicht brauche. Ersatzhose. Perfekt, Leder. Brauche ich eigentlich auch nicht, aber ich behalte es jetzt mal, sonst findet es noch jemand anders. Genau, und die Pfeile würde ich... ja, ich brauche... ja, ich lege sie mal hier rechts oben hin, dann sehe ich immer, wie viele ich habe. Also dann weiß ich immer, wo sie liegen. Ja, okay, Werkzeuge. Gut, also die Axt brauche ich jetzt nicht mehr. Ich benutze jetzt auch nur noch die hier und das Schwert. Ja, gut, so viele Slots brauche ich eh nicht. Okay. Dann sind das hier Blockslots. Okay. Leute, ich würde sagen, so ganz grundsätzlich bin ich bereit für einen Kampf. Und, oh warte, ich probiere noch was. Weil sonst würde ich jetzt hier sinnlos rumstehen und hätte jetzt auch keinen Mehrwert. Es würde jetzt nicht wunderbar aussehen, ne? Aber es soll wenigstens andersweise irgendwas. Ja, okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch fertig bekomme. Vor allem, weil ich meine Axt weggebrochen habe. Was? Ach. Wir noch eins, ne? Hä? Sind wir jetzt schon? Nee. Hä? Bin ich da verwirrt? So. Und jetzt. Ach so, nee, jetzt erst. Ach, ja, okay. Hä? Nee. Warte mal. So. Und so, und so, ah doch! Aber, hä? Das ist einfach noch eins höher, haha! Jetzt habe ich verstanden. Deswegen Leute, Master Builders, gegen mich gewinnt ihr immer. Ein A muss jetzt hier hin. Sieht jetzt nicht ultra Premium aus. Soll es auch gar nicht. Ich hoffe, das war jetzt richtig, wenn nicht, auch nicht so wichtig. Hier noch Querbalken so. Ein E. Das ist natürlich jetzt kacke. Obwohl, warte, ich würde das hier so. Darf ich das in der Folge noch? Oh fuck, das ist, glaube ich, zu hoch schon. Ja. Ja, schaffe ich das in der Folge noch. Leute, es wird spannend. Warte, ist es jetzt zu niedrig? Ich habe keine Ahnung. Nee, passt schon. Okay, und jetzt hier noch ein Tee. Leute! Team Kn. Fresh. Fresh, fresh, fresh. Okay, Kampfbuch. Oh, shit, den soll ich nicht verschießen. Pfeile sind nämlich sehr rar. Also, ich habe in Felix-Folge gehört. Achso, warte, wo blocke ich mich denn aus?
Nicht hier bei Team Lit. Bisschen abseits schon. Okay. Ja, hier ist ganz gut so. Hier unten in der Senke. Perfekt. Okay. Perfekt. Ich habe nämlich bei Felix in der Folge gehört, dass er meinte, Bobby und Svi haben beide nur 6 Pfeile. Also da bin ich wirklich im Vorteil, glaube ich. Ja, dann sind wir jetzt bereit zum Kampf, Leute. Boah, ist schon auf. Oh, shit, jetzt habe ich. Ah, ich glaube, jetzt habe ich den fallen lassen. Na, egal. Egal, egal, egal. Also, Leute, jetzt sind wir bereit für den Kampf und ich hoffe mal, es klappt. Ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr seid auch. Mal sehen, was in der nächsten Folge passiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein. Bis dahin. Ciao.